Hallihallo, Hallöchen. Ich spiele wieder eine Runde Madonna Spin Tires. Und zwar auf dem PC auf der Karte Sibiria. Und ich habe ein bisschen komisches Holz geladen und ich falle mir gleich runter. Und zwar habe ich irgendwie den falschen Anhänger rangemacht. Haben einige wahrscheinlich, was die letzte Folge mal gesehen haben, wahrscheinlich erkannt. Und jo, ich hab jetzt eigentlich kann ich hier kein Holz laden. So. Wo geht denn das jetzt hier eigentlich hin? Sägewerk. Wir fahren jetzt einfach mal da runter und versuchen das trotzdem da abzuladen. Vielleicht haben wir einmal Glück. Wahrscheinlich gar nicht abladen, weil ich es gar nicht richtig aufgeladen habe. Hier sieht es auch nicht so aus, als ob ich hier wirklich runterkomme. Ich fange einfach durch den Wald. Wahrscheinlich bleibe ich gleich stecken. Da ist noch ein Fluss. Verdammt! Das sah jetzt so einfach aus. Treibstoff haben wir. Okay. Ich sollte eigentlich mal auf die Karte schauen und mir einen Wegpunkt setzen. Und vielleicht geht der Weg ja hier lang. Ist, das Holz fällt irgendwie gar nicht runter. Wahrscheinlich kurz vorher, bevor ich es denn irgendwie loswerden könnte. So, ja, hier ist immer noch so ein blöder Fluss. Hier ist sogar... Okay. Hier können wir was freischalten. Das ist schon mal gut. Da haben wir wenigstens was geschafft heute. Oder? Mit dem Geschoss hier, der ist doch riesig. Geht hier der Weg runter? Bin ich geguckt, wo ich hinfahre. Geht noch. So, jetzt fahr hier rum, ansonsten haben wir ein Problem beide. Kommst hier fast bloß vorwärts, wenn du wirklich Allrad und Differential anhast. Wenn ich Allrad ausmache, dann geht er nachher eh wieder rum. So. Wir sind da. Sägewerk war da hinten. Wir sind irgendwie so rumgefahren, fahren jetzt hier komplett blöd. Auf jeden Fall wieder im Dorf angekommen. Ich habe ja dieses Monster hier mal geborgen gehabt. Aber jetzt wollte ich eigentlich die erste Fahrt mit Holz machen und das ist erstmal komplett in die Hose.
waren hier mitten in der Nacht durchs Dorf. Jetzt haben wir für eine Zeit 1:19 Uhr. Zeit vergeht ein bisschen schneller hier, ist nicht Echtzeit. Die Straßen sind groß genug. Mit was anderes kommst du hier eigentlich eh nicht durch, außer mit dem Panzer vielleicht, ne? Zwar habe ich eigentlich bloß hier so ein Dings rangemacht. Drehschimmel hin. Aber ich glaube, das funktioniert sogar. Jetzt gucken wir mal, ob da noch Fahrzeuge dastehen. Ich glaube, noch unser Bergungsfahrzeug hier. So ein Anhänger, sowas ähnliches hätte ich wahrscheinlich ranmachen müssen. Schaden behoben. Das montiert. Sowas habe ich, glaube ich, irgendwie was rangemacht. Aber was ich hätte ranmachen sollen, wäre wahrscheinlich gar nichts anderes. Ich habe, glaube ich, das dran gehabt. Mittellange Stämme 4. Fehlt irgendwas. Vielleicht sind das die falschen Stämme. Oh, mach mich nicht schwach, ey. Was machen wir jetzt? Gruppe abstellen. Ich kann das montieren. Anhänger, das. Den habe ich nämlich beigehabt. Der ist beladen und das Ding hier kann ich irgendwie nicht laden. Vielleicht habe ich auch das falsche Holz einfach drauf gemacht, weil das ist, glaube ich, nämlich kurz ist. Dann machen wir das jetzt anders. Wir demontieren das und montieren uns einen Tank. Ist das Holz da drunter? Super. So, wir werden hier den als Tanker nehmen.
weit weg. Dann würden wir den hinten mitnehmen noch. Das geht schon. Also wir reißen den einfach rum hier. Gleich mal mit. So, mal gucken, da ist Werkstatt. Da hinten habe ich nämlich auch schon einzustehen. Tankstelle ist da. Sägewerk ist da. Und da hinten, genau, da habe ich eigentlich Holz holen wollen. Wir können eigentlich rechts rumfahren. Boah, der hat schon einen Schaden. Was wir eigentlich machen sollten, ist vielleicht, wenn wir schon so einen Tankwagen haben, vielleicht fahren wir doch bei der Tankstelle vorbei. Gar nicht mehr so viel Treibstoff drin. Wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Da oben eine? Hinten ist auch eine. Ne, wir können eigentlich da rechts rumfahren, aber ich komme da jetzt schon nicht raus. Monster hier wodurch. So, auf jeden Fall wird es mal hell. Das ist schon mal gut. Warte mal, wir fahren unten lang, dann können wir nicht runterfahren. Und ich sag noch, wir fahren unten lang, dann können wir nicht runterfallen. Was macht der andere? Er fällt runter. So,
Oh, da geht mir langsam der Treibstoff aus. Einfach nicht schneller, da kannst du gar fahren, wie du willst. Ach du Scheiße, jetzt habe ich da immer noch das Holz zwischenklemmen, jetzt komme ich da wahrscheinlich gar nicht durch. Super. So, ich würde sagen, wir müssen aber weitermachen. Wir müssen mit dem anderen. Mit dem anderen komme ich noch hier durch. Oh, scheiß du. Okay, er wühlt sich hoch. Warte mal, wir müssen hier irgendwo abbiegen. Irgendwie ist die Richtung nicht ganz richtig. Der Weg ist ja super. So wie man sich das vorstellt. Nehmen wir Holz holen aus dem Wald. Jawohl. So, jetzt aber. So, was ist denn hier die blöde Tanke? Da ist sie ja. Meine Güte, fast vorbeigefahren.
So, Folgetank, Zusatztanks haben wir nicht. Wir müssen jetzt von da. Ach, da. Geradeaus geht auch irgendwie ein Weg. So, wir versuchen mal geradeaus. Ich habe befürchtet Böses. Ich kann nicht erkennen, wo es auf der anderen Seite. Ich versuche jetzt einfach mal. Vielleicht fahre ich das Ding auch fest, aber ich glaube, da hinten geht es eigentlich wieder hoch. Dann haben wir schon den richtigen Weg eingeschlagen. Wasser sehr gut animiert, finde ich. Das blubbert richtig. Das wird auch hier schön farbig vom ganzen Öl. Perfekt. So, der fährt hier hoch. Kein Problem. Als ob er dafür gebaut worden ist, ne? Zum Klettern. Die Russen bauen keine Straßen, die bauen lieber Fahrzeuge, die überall durchkommen. Was ist jetzt besser? Fahrzeuge müssen sie eh bauen. Straßen kostet Geld. Fahrzeuge auch, aber Fahrzeuge müssen eh sowieso, auch wenn Straßen werden. So, noch 160 Meter los. Okay, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich da. So,
Da steht es nämlich. Anhänger beladen. Man kann es natürlich anders machen. Wir haben jetzt einen Tankanhänger hier, den könnten wir hier stehen lassen. Wir könnten den anderen LKW beladen und den beladen und ab zum Sägewerk. Aber das machen wir das nächste Mal. Macht's gut, danke für die Geduld. Nein, fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.